Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es gibt ein paar Neuigkeiten für das nächste Update von Pokémon Go. Erstmal wurden 20 neue Pokémon entdeckt und deren Sachen. Man munkelt ja am 21., was übrigens morgen ist, soll angeblich ein Weihnachtsevent kommen. Das würde ganz gut passen mit den neuen Pokémon, 20 neue. Ich erzähle euch später noch genau, welche 20 das sind. Das schauen wir uns genau an. Ich muss halt noch ein paar Sachen erledigen. Und dann gibt es ein neues Feature. Neues Update, neues, keine Ahnung, Erweiterung vom AR-Modus. Das schauen wir uns auch genau an. Und dann noch etwas über Botokel. Aber jetzt erstmal raus. So, angekommen. So, angekommen. Zum zweiten Mal. Weil mich gerade beim ersten Versuch mir Fußgänger dumm angeschaut hat und mich aus dem Konzept gebracht hat. So, bin kurz vor meinem Termin. Hier, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also, was gibt's Neues? Und zwar Botugel. Also, der wurde ja schon lang vermutet. Für Weihnachten direkt bei Gen 2 wurde vermutet, dass er irgendwann zu Weihnachten rauskommen soll. Und es wurden immer mehr Sachen für ihn gefunden in den Daten und sowas. Und jetzt anscheinend die letzten Daten hinzugefügt. Und jetzt müsste er bereit sein zu kommen. Ihr wisst, Weihnachten-Event soll 21. losgehen oder so. Also heute, morgen, übermorgen, irgendwann soll es losgehen. Schauen wir mal. Perch, 100% Buttdugel. Das wäre schon saftig. Evidenzbasierte Entscheidungshilfe für Ärzte weiterzuentwickeln. Und jetzt geht es darum, möglichst präzise das Risiko zu beurteilen, dass ein Patient mit ganz bestimmten Risikofaktoren an einer kardiovaskulären Erkrankung verstirbt. So, Moment, mach mal kurz Licht an. Termin fertig. Ich blende hier ein Golden Rate ein, den ich danach gemacht habe. Kurz zum Termin, was war das? So ein Experiment. Da muss man ein paar Fragen beantworten und dann kriegt man ein bisschen Geld. Da bin ich angemeldet, ab und zu melden die sich und dann kann ich da ein bisschen Geld machen. Auf jeden Fall echt verwirrend. Auf jeden Fall war das ernst verwirrend. Musste so ein paar Fragen beantworten bei einer Aufgabe. Also ich will nicht zu genau ins Detail gehen, aber man konnte immer zwischen 0 und 100 eine Zahl ausfüllen. Und irgendwie habe ich immer nur 0 oder 1 eingegeben. Und ich dachte mir, dass ich ernst dumm bin und irgendwie voll gefehlt habe. Aber am Ende habe ich 2,70 Euro von möglichen 3 Euro da freigespielt oder freigeschaltet, was auch immer. Also lief eigentlich ganz gut. Und weitere Infos, die neu dazugekommen sind. So, es gibt jetzt sowas. Also noch gibt es nicht. Wird demnächst kommen oder ist in Bearbeitung, was auch immer. Das nennt sich AR Plus. AR-Modus kennt ihr. Was ich ziemlich scheiße finde, um ehrlich zu sein, weil ich benutze es nie. Der Grund, wieso ich es nie benutze, ist, weil es bei mir auf dem Handy irgendwie gar nicht funktioniert. Und das habe ich gehört, funktioniert bei vielen nicht. Ansonsten hätte ich ab und zu mal ein paar coole AR-Bilder gemacht für Instagram oder so. Auf jeden Fall AR Plus. Da kann man sich hier so anscheinend an die Pokémon ranschleichen und die da fangen und dadurch gibt es dann Bonus. Klingt eigentlich ziemlich cool, aber wie gesagt, ich kenne so viele, inklusive mir, die Probleme mit dem AR-Modus haben. Also es gibt da 3 Stufen, 3 Schritte. Man kann sich einfach eine Fläche anschauen und dann irgendwo draufklicken und dann ist da vielleicht ein Pokémon und dann muss man sich dem langsam nähern. Also klingt eigentlich ziemlich cool. Mal schauen, ob die den AR-Modus dann nochmal überarbeiten. Und dann das dritte und die letzte große Ankündigung. 20 neue Pokémon. Ich mach's wieder wie beim letzten Mal. Alle 20 nenne ich mal kurz. So, da haben wir als erstes Loturzel, Weiterentwicklung Lombrego und dann Capoleiras, Canivania, Tohaido, Valmer, Wailord, Schmerbe, Welser, Krebskorps, Klebutak, Barschwa und jetzt kommt Milotic, Schnäppke, Firnontor, Seemops, Sejong, Valreiser, Relikant, Libiscus. So, das war's mit den Neuigkeiten. AR-Modus Plus, mal schauen, wie die das umsetzen werden, weil bei vielen funktioniert AR-Modus nicht mal. Botokel, Weihnachtsevent, steht vor der Tür, morgen, übermorgen, müsste auf jeden Fall bald kommen.
20 neue Pokémon. Ich bin gespannt. Pearlstein Berlin bietet sich da eigentlich gut an. Aber wahrscheinlich nicht. Ist viel zu weit. Mit wahrscheinlich Milotic dem besten daraus. Muss mir nochmal alle genau anschauen. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, was ihr von den drei Sachen haltet. Wann erwartet ihr das Weihnachtsevent? Ist da irgendwas Gutes dabei von den 20 neuen Pokémon? In die Kommentare damit. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.